Zack. Ja, ist schon krass. So eine Verbrennungsanlage in so einer gigantischen Raumstation. Oh. Zeit nochmal. So, Inventar. Super, was haben wir hier? Fahrstuhl. So, hoch mit uns. So, versteht ihr jetzt, warum ich das Impulsgewehr so abfeiere, weil das halt einfach, macht einfach so Spaß aufzurotzen. Oh shit. Okay, das ist natürlich cool, wenn ich immer an dem Spot ankomme. Achtung. Sehr geil. Das macht es mir natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Kohle immer gut. Kohle immer gut. So, ich bin wirklich gespannt, ob wir es eigentlich überhaupt noch schaffen. Nachdem ja die Funktion eingeführt wurde, dass du die Energieknoten wieder entfernen kannst, unseren Anzug... Okay, Baby. Unseren Anzug noch mit auszurüsten. Oh, ein kleiner Spätzügler. Ein wahnsinniger Stress. Ein wahnsinniger Stress. So, der klassische Anzug. Der kleine Gegenstände im Shop sind. Ach, guck mal. Sind günstiger. Okay. Ja. Nett. Nett. Aber ist natürlich jetzt mit der Perk-Kombination, wie ich sie jetzt habe, ein bisschen besser. Oh je. Die finde ich ja nicht geil. Die finde ich ja nicht geil, oder? Die finde ich ja nicht geil. Da schafft man es gerade mal so halbwegs irgendwie diese Figur wegzuknallen. Irgendwie, auf jeden Fall droppen dann Arme und Köpfe und all so ein Scheiß da draus irgendwie. Und alles greift dich an. Alles geht dir auf den Sack. Nicht geil. So. Time for reload. So wie so ein... Wo man denkt so, na. Nicht, dass da was rauskommt jetzt. Und überall Blut, 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 Blut. Okay, geradeaus müsste mir eigentlich... Einfach impulsant. Einfach impulsant.
Oh shit. Holy moly. Energieknoten, her damit. So, damage the glass, ja, das sieht mir auch so aus, als wenn jetzt hier, ne, das wäre gleich böse in die Hose gegangen. Gott sei Dank wird Pro Gaming auf diesem Kanal sehr, sehr groß geschrieben. Und wir haben souverän uns durch diese Situation bewegt. So, müssen wir, ja, wir müssen sogar hier lang. Oh nein, hätten wir uns auch das Ding greifen können. Naja, gut. Hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Aber wir haben es ja so geschafft. Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier einen akuten Munitionsmangel leiden. Was ist denn mit hier? Hallihallo, ihr Lieben. Audiolog. Sorensen an alle übrig gebliebenen CEC-Mitarbeiter. Tracken Sie Ellie Langford's Rig. Ihre Gruppe ist am weitesten voraus und hat den Weg freigemacht. Der sich aber schnell wieder schließt. Er lässt den Notfall, da kommt noch mehr. Nicht denken, rennen! Ja, die haben sich nur verbarrikadiert, aber das hat irgendwie nicht so richtig geholfen. Ne? Shit. So. Stage up. Meine Güte, man ist ja noch nicht mal richtig oben hier. Oh shit. Oh, Junge, Junge, Junge. Ah, das meine ich. Na, ah, wirklich Shining ab. Es kam bloß einer raus. Was leuchtete denn hier? 600 Credits. Wunderbar. Eingesackt. So, hier haben wir irgendeine Blasteuerung. Da hinten ist eine Werkbank. Das finde ich schon mal sehr geil. Healthpack, Stase-Modul. Okay, alles klar. Wir werden anscheinend gleich Stase benutzen müssen. Okay, Jungs. Die Monorail. Gut. Ich geh mal ganz schnell an die Werkbank ran. Wo geht's denn da hin schon wieder? Ach, okay, hier hätte ich. Ach so, okay, alles klar. Gut, gut. Kleine Abkürzung. So, wir könnten jetzt das Impulsgewehr ebenfalls fertig machen. Mit 7 Dingern finde ich, das ist gut. Das machen wir. Ach, immer dieser. Diese Leerdrops sind wirklich, ich finde die halt, das tut mir in der Seele weh. So, okay. Die Rig werden wir weiter ausbauen. Ein bisschen mehr Luft ist gut. Und Schadensreduktion ist halt natürlich auch echt mega wichtig und super. Okay. Cool, cool, cool. So, dann schauen wir doch mal, wie wir jetzt hier das Rätsel gelöst bekommen. Die
Ich habe den Transport gefunden, Ellie, aber es gibt ein Problem mit dem Ausklinkmechanismus. Keine große Überraschung. Ich lasse Sie wissen, wenn sie repariert ist. Okay, wahrscheinlich muss ich hier erstmal irgendwie die Aggregate finden. Also quasi hier die Teile, die hier einfach fehlen, ne? Damit hier, das hier alles so läuft hier, wie es laufen muss. Sind die hier drin? Können wir hier? Nee, hier müssen wir anscheinend was rausnehmen. Und hier fehlt es auch. Ja, okay. Also drei Teile fehlen. Und wo denn? Die Monorail können wir erst in Betrieb nehmen, sobald das funktioniert. Na gut, okay. Schauen wir nochmal, ob wir hier draußen irgendwie fündig werden. Kann ich hier ranziehen? Nein, kann ich nicht. Das geht nicht. Ist das Ding da drin, was ich brauche? Sieht so aus, wa? Yep. Okay, cool. Nicht cool. Klumpf. So, hier fehlt's noch, hier fehlt's noch. Schau mal, hier oben. Nee. Da fehlt's jetzt tatsächlich. Nehmen wir das. Nehmen wir einfach das. Hooray! Nein! Oh, nee. Hot Mission, los! Weg mit dem Kopf! Ab mit dem Kopf! Oh, ist das mies. Ist das mies. So, sehr schön. Jetzt activate the monorail. So, cool. Monorail fahren.